Hallo zusammen, hier ist Christine von yesnomads.com und heute sind Paul und ich hier auf der Karlsbrücke in Prag an der Moldau, an dem Fluss Moldau, und wir zeigen euch jetzt hier eine Figur. Das ist die Figur von dem heiligen Johannes Nepomuk, also den erkennt ihr, der ist so ungefähr ein bisschen weniger als in der Mitte der Brücke, und er hat diese Sterne über seinem Kopf als so ein Heiligenschein, und er war ein böhmischer Priester. Und anscheinend war der König Wenzel, der hat was gegen seine Wünsche gemacht, und deshalb hat ihn der König er hat ihn gefoltert und auch in den Fluss dann geworfen, und er ist dann gestorben. Und der Legende nach heißt es, wenn man diese Figur von dem Johannes anfasst, und zwar ist es nicht die Figur von der Frau, sondern derjenige, der in den Fluss fällt. Also hier das. Wenn man ihn hier anfasst, dann soll man Glück haben. Und es gibt auch noch eine andere Legende, und zwar bei diesem Bild mit dem Hund. Wenn man den Hund streichelt, da gibt es verschiedene Legenden darüber. Also entweder hat man Glück oder ein Geheimnis wird bewahrt oder sein Partner bleibt einem für immer treu. Aber man ist nicht ganz sicher mit der Legende über den Hund. Also es kann auch sein, dass man Unglück bekommt. Also am besten nicht den Hund, fasst einfach nur die Figur an. Und ja, jetzt zeigen wir euch noch das Kreuz. Das ist da wohl wo der St. John, also der Johannes, in den Fluss geworfen wurde, in die Moldau. Und ja. Also gehen wir jetzt dahin. Also hier ist dieses Kreuz, das bronzene Kreuz. Und das heißt eben nicht, dass hier der St. John, also der heilige Johannes, dass der hier ertrunken wurde. Der wurde hier ertränkt mit diesem Kreuz. Und es gibt eben eine Legende, wenn man seine linke Hand auf diese Sterne legt, jeden Finger auf einen Stern, und dann einen Wunsch ausspricht, also im Kopf, dass es dann wahr wird. Also ich zeige euch das jetzt, wie man das macht.